Petrus sei Dank. In der Geschichte des Harburg-Pokals hat es sowas noch nie gegeben. Spielabbruch und somit zwei Sieger, TSV Buchholz und der SV Wilhelmsburg, können sich jeweils für ein halbes Jahr den Harburg-Pokal in die Vereinsvitrine stellen. Der Schiedsrichter hat zur Halbzeit entschieden, das Spiel abzubrechen, ein Weiterspielen unmöglich. Der Ascheplatz ärglich mehr und mehr einer Schlammwüste. Und dennoch, vorher wurde ja im Regen noch Fußball gespielt. Buchholz, der Oberligist in Schwarz, hatte die erste Möglichkeit. Arne Gillig flankt in die Mitte und Prinz Boatengs Team köpft knapp über das Tor. Klintwort, der Keeper war aber noch dran. Und es war dann wieder eine Flanke, die für Gefahr sorgte. Dennis Auber über die Außenseite und Miljan Buchala zu schwach geköpft, locker gehalten von Wilhelmsburgs Keeper Carsten Klintwort. Es war der Oberligist, der das Geschehen dominierte. Hier sehen wir mal einen schnellen Angriff durchs Mittelfeld vorgetragen. Ansonsten gab es noch viel Mittelfeldgeplänkel. Das war aber mal eine der besseren Szenen. Flankenversuch Gillig, aber zu ungenau, zu ungefährlich. Die Partie glich sich den äußeren Umständen an. Der Regen und der tiefe Boden, der harte Grant. Es wurde matschiger und das Spiel wurde auch nicht gerade schöner. Der Bezirksligist SV Wilhelmsburg wehrte sich mit allem, was er hatte, und der TSV konnte nicht wirklich sein Spiel aufziehen. Dementsprechend sah man viel Mittelfeldgeplänkel, viel Fußball in der neutralen Zone, ohne dass wirklich eine der beiden Mannschaften Gefahr ausüben konnte. In dieser Szene war es dann Lukas Kettner, der sich über die Außenbahn durchsetzte und Miljan Buchala einsetzt. Die Nummer 7 vom TSV verzieht aber deutlich. Das war in der 30. Minute. Nur 3 Minuten später versuchte sich mal der Bezirksligist in der Offensive. Langer Ball, Kevin Piszczek mit der Nummer 11. Er läuft diesen, flankt in die Mitte. Und dann kommt Tim Nowotny an den Ball. Doch der Keeper ist auf dem Posten und kann diesen Ball parieren. Wenig später nochmal der SV Wilhelmsburg. Zawadas Freistoß geklärt von Gese. Neuaufbau vom SVW. Die Blauen über links. Flanke rein und da steht Fintede. Der legt sich das Ding fast ins eigene Netz. Der Verteidiger vom TSV Buchholz. Und das war's auch schon an Spielszenen, die es wert waren zu zeigen. Ansonsten diese Bilder. Der Platz überflutet. Ein Spiel nicht möglich. Das Spiel abgebrochen. Wir hören den Verantwortlichen dafür, den Schiedsrichter. Es ist sehr, sehr schade, die Umstände. Auch der Spielabbruch war mein erster Spielabbruch in meiner Karriere. Also Henny, Finn, danke für euren Einsatz heute. Von dir hat man nicht so viel gesehen. Du hast ja die Halbzeit wunderbar gespielt. Was sagt ihr zum erfolgreichen Abschluss des Harburg-Pokals? Zu Anfang ich. Ja, also ich habe ja in der Tat nicht gespielt, ich habe es mir von draußen angeguckt, war ja nur eine Halbzeit. War ein ausgeglichenes Spiel und stand zu Recht 0-0 zur Pause. Ich glaube, wir hatten vielleicht ein, zwei bessere Chancen, aber die waren auch immer gefährlich, haben alles reingehauen. Finde ich, haben sie gut gemacht. Was der Grandplatz halt so hergibt. Ich glaube, die Zuschauer sind so semi auf ihre Kosten gekommen. Also haben ein gutes Spiel eigentlich gezeigt, erste Halbzeit. Ich denke mal, wir haben gegen Oberligisten 45 Minuten wenig bis gar nicht zugelassen. Hatten selbst noch ein, zwei Möglichkeiten, gute Torchancen rauszuarbeiten. Ich denke, dass wir auf Augenhöhe waren. Die Mannschaft ärgert sich, dass wir zweite Halbzeit nicht mehr auf dem Platz konnten, denn sind sich alle sicher und ich mir auch, dass wir auf jeden Fall hätten Paroli bieten können, wenn nicht sogar. Wir waren auf jeden Fall für ein Tor gut, bin ich der Meinung.